Hallo und herzlich willkommen aus dem Office des Schulleiters. Ne? Aus der Zentrale der Schule. Schön, Sie zu sehen. Zum Glück hat Professor Fick schnell mitgedacht. Und jetzt? Nähern Sie sich dem Podest im Vorraum und lesen Sie das Buch, das erscheint. Was erwartet mich denn in diesem Buch? Eine Geschichte. Vielleicht erkennen Sie einige Elemente wieder. Denn ich wurde von einer Geschichte inspiriert, die viele Zaubererkinder kennen. Bestimmt die Geschichte des Biedeln, den Baden oder irgendwie so, ne? Mit den drei Heiligtümern? Ich vermute, es geht um mehr als nur ein Buch zu lesen. Ihre Vermutungen sind richtig. Wir sprechen, wenn Sie fertig sind. Bing. Hat der Schulleiter das die ganze Zeit über nicht bemerkt? Erstmal einen Schluck trinken, ne? Rivelio. Das muss das Podest sein. Oh, wir haben einfach mal Geld entwendet. Kauf belegt. Haarwachs, Bartwachs. Pomade, Kamm mit Perlmuttgriff, oha. Rückenkratzer mit Goldgriff und Doxycid, wenn ich das richtig gelesen habe. Nur zu einem sehr kleinen Teil bezahlt. Der ausstehende Betrag wird dem Ministerium in Rechnung gestellt, oha. Aber den Zettel hier kann ich irgendwie nicht ansteuern. Schade. Kling, klong, klang. So, dann lesen wir mal das schöne Buch. Oder auch nicht. Wir gehen einfach in das Buch hinein. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? Wo bin ich? Professor Fitzgerald, hören Sie mich? Ich bin hier. An diesem Ort können Sie mich Neve nennen. Sie werden eine Fabel erleben. Passen Sie auf. Die Dinge sind nicht immer, wie sie scheinen. Gehen Sie schnell und vorsichtig vor. Nutzen Sie unterwegs die Werkzeuge, um mich zu finden. Zuerst brauchen Sie einen Umhang. LOL. Ich traue Redrock nicht, das sag ich dir. Er wird uns verraten. Hier wie auch im Leben nimmt der Tod viele Formen an. Meiden Sie sie um jeden Preis. Alter, wie heftig ist das bitte? Ich hätte weglaufen sollen. Das wäre jetzt zu weit. Ach du Scheiße. Sie sind weg. Vorerst. Ich muss hier verschwinden, wo Neve wohl steckt. Ich muss den richtigen Moment abpassen. Ist eine Treppe. Ey, ich bin jetzt gerade so geflasht, ne? Wie
heftig ist das bitte, Alter? Was haben die hier in das Spiel alles reingemacht? Der Tod. Das ist so cool, ne? Eine Leiter. Vielleicht finden sie mich nicht, wenn ich hochklettere. Wenn ich jetzt die Cam anmachen würde, würdet ihr mein Gesicht sehen. Ich bin total verwundert, ey. Das ist meine Chance. Ich komme, Neve. Wie genial das einfach ist, ne? Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Da muss ich hin. Ich muss einen Weg an ihnen vorbeifinden. Scheiße. Boah, Alter, kurzen Prozess gemacht, Junge. Ist das cool, Alter, so eine Schleichpassage hier, ne? Da hab ich auch gar nicht mitgerechnet. Muss ich alles von vorne... weiter, solange ich kann. Boah, ich muss alles von vorne machen. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Da muss ich hin. Ich muss einen Weg an ihnen vorbeifinden. Ah, nö. Ah, schon wieder derselbe. Ah, leck mich doch. Arschloch. Arschloch. Man muss auch mal ein Kraftwort benutzen, ne? Man muss einfach mal. Sie sind weg. Vorerst. Ich muss hier verschwinden, wo Neve wohl steckt. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Der macht das automatisch hier, ne? Also ich kann hier wirklich nichts machen bei da. Also diese Zauber und so, das macht er alles automatisch. Ich steuere den eigentlich nur, ne? Da muss ich hin. Ich muss einen Weg an ihm vorbeifinden. Der Tod. Da lauert nur mehr Gefahr. Es muss noch einen anderen Weg geben. Ich muss umkehren. So komme ich nicht an ihn vorbei. Die verschlossen. Ich muss weiter. Ich habe keine Wahl. Ah, schade. Kann ich nicht sammeln, oh. Die haben immer viel zu viel Krams dabei. Dreh dich mal. Das ist meine Chance. Vorbeigeschlichen. Dort geht es weiter. Der Umhang. Wie kann das sein? Ich bin unsichtbar. Vor allem mysteriöser Umhang. Das ist wirklich das, was ich gesagt habe, ne? Das ist,
quasi die Geschichte der drei Heiligtümer. Sie können mich nicht sehen. Ich kann mich ihnen nähern. Brauchen wir noch den Stein der Weisen? Hier geht's weiter. Endlich frei. Aber wo bist du, Neve? Das ist so geil, ey. Alter. Ein Glück, wir haben das für eine neue Folge aufgehoben. Sie sind den Tod entgangen, aber sie haben mich noch nicht gefunden. Nee. Suchen Sie weiter. Doch diesmal können Sie sich nicht verstecken. Der Elderstab. Nutzen Sie den Zauberstab vor Ihnen. Vergeuden Sie nicht seine außergewöhnliche Macht. Das ist bis jetzt die coolste Prüfung überhaupt. Ich habe noch nie so eine Macht gespürt. Das ist ja auch der mächtigste Zauberstab. Schade. Rebellion. Ich bin einfach so geflasht, ne? Es ist mega toll, ein Teil von dieser Geschichte hier gerade zu sein. Aber ich kann auch gerade gar keine Dings hier, gar keine anderen Zaubersprüche nehmen. Nur die. Der nächste Fight. Köter gehen mir auf den Sack. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen alte Magie noch aufheben hier für den Endfight.
dürfen wir nicht vergessen, ne? Dürfen wir nicht außer Acht lassen. Oh, Filiole. Oh, schön. Sind wir gleich wieder voll. Rebellion. Ah, eine Riesenarena. Ah, scheiße. Oh, der Tod selbst. Alter, ich bin schon dreimal ausgewichen. Aua! Alter, was stehen die denn immer wieder auf? Was das jetzt? Alter. Och nö. Och nö. Oh, schön in die Schnauze hauen. Au! Nein! Du Penner!
Defendo. Ah, fickt euch doch alle. Oh Mann! Hör auf mich zu unterbrechen! Oh, ich bin schon wieder aus den Zauberstäben raus, aus den Dings. Ach, fick doch! Fick doch die Henne, Alter! Nein! Oh Mann! Ist das eine schwere Scheiße hier? Jetzt mach ich alles wieder von vorne, ne? Ah, nö! Ach, kack die Wand an, Alter. Ist das eine schwere Kotze, ne? Oh, Mann. Ich denke mal, aber nach dem Fight ist es soweit eigentlich, glaube ich, gecleared, ne? Wenn wir den Fight hier überstanden haben. Dann ist quasi jetzt die Arena-Vorbereitung gewesen, ne? Oh, Mann. Alter, ist das schwer. Junge, Junge, Junge. Das ist echt heftig hier. Und ich kann die Dinger jetzt gerade nicht benutzen. Alter, was? Oh, lol. Oh, erste Welle überstanden. Verfluchten. Aua! Mensch, warum macht er denn das jetzt nicht mehr? Jetzt, Alter. Oh Mann. Ist das eine heftige Kacke hier, Alter. Junge. Oh, hier wird's ja arm bei von den Tränken her. Also mit dem normalen Zauber hier kann ich gar nichts machen. Ich muss wirklich diese vier Zauber benutzen, ne? In Kombination. Sonst passiert hier nicht viel. Oh, Junge, schwer, 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 ey. Aber eine kleine Herausforderung und das ist nicht schlecht. Schlichter Stein. Der muss für mich sein. Das hat sich gereimt. Du kannst ja reimen wie Simon. Der Stein der Weisen.
Das sieht aber aus wie, ist irgendwas wie eine Pyramide. Sie sind noch lange nicht fertig. Ja. Gehen Sie durch die Trauernden vor Ihnen. Nichts ist, wie es scheint. Unfassbar, dass sie tot ist. Liebe, süße Neve. Tot. Lasst uns ihr Andenken für immer. Möge uns die Erinnerung an sie stets leiten. Liegt die da oben drauf? Sie haben mich gefunden. Doch sie können Geschehenes nicht rückgängig machen. Die Magie des Steins beschwört nur einen Schatten meiner selbst. Aha. Aber es gibt kein Licht ohne Schatten und kein Schatten ohne Licht. Das ist wohl wahr. Sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten sie das nicht immer auch tun. Denken Sie daran, wenn Sie meine Erinnerung sehen. Ah, wir sind durch, ne? Das ist einfach so heftig gemacht, ne? Isadora, was Sie für Ihren Vater getan haben, bemerkenswert. Nicht wahr? Und Percival braucht sich auch nicht um die Gefühlsstränge oder die Spuren dieser Magie Sorgen. Es gibt einen Weg, das alles zu beherrschen. Sie machen weiter. Kobold-Silber. Sie haben es einem Kobold gesagt? Keine Sorge, er ahnt nicht, was wir da verwahren. Wir wissen nichts über die möglichen Auswirkungen. Die Gefühle, die dunkle... Ach, Sie klingen wie Percival. Und ich kenne sie sehr wohl. Sie ist eine Quelle der Macht, des Fokus. Irgendwie scheint sie meine Zauberkraft zu verstärken. Hm. Ich verstehe nicht, Isadora. Wir können sie nutzen. Macht wie diese ist kein Spielzeug. In den falschen... Sie sahen, wie ich meinem Vater half. Oh, Neve, wir könnten so viel Gutes tun. Jeder von uns trägt doch Schmerz in sich. Was tun Sie? Tief einatmen. Spüren Sie das? Oh, Isadora. Schluss damit. Mit all dem. Sie haben diese Macht so lange verheimlicht, weil Sie sie fürchten. Ich gebe mich ihr hin. Das ist gar nicht gut. Hey, jetzt sind wir hier. Rebellion. Und hier gibt es nichts. Schade. Oh, das ist Professor Fick. Stimmt es? Jemand hat die ersten drei Prüfungen abgeschlossen?
Das ist es. Und das habe ich. Aber Sie sind so... Jung? Ich weiß. Sie müssen Professor Bakar sein. Stimmt. Schön, Sie kennenzulernen. Die Erinnerung aus dem Denkarium eben. Hat Isidora schmerzhafte Emotionen inhaliert? Oh ja. Ich war erstaunt zu sehen, dass es ihr eine Art Macht zu geben schien. Und dass sie nutzen konnte. Aber wie? Sie scheinen schon eher fasziniert als abgestoßen. Ich teile den Standort meines Denkariums nur ungern mit jemandem, der die Verantwortung der Macht vielleicht noch nicht verstanden hat. Ich versichere Ihnen, Professor, das tue ich. Doch Sie wissen noch nicht, dass ein gefährlicher Kobold namens Ranrock sich Zugang zu dem Behältnis auf Schloss Rookwood verschafft hat. Er hat gelernt, den Inhalt als Quelle immenser Macht zu nutzen. Er will diese Macht gegen die Zauberwelt einsetzen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich verstehe. Dennoch ist das Wissen, das Sie über meine Erinnerungen erlangen werden, zu wertvoll, um es unüberlegt weiterzugeben. Ich brauche Zeit, um mich mit den anderen Hütern zu beraten. Uns bleibt wohl nichts als zu warten, so frustrierend das auch ist. Ich hörte, was Sie Professor Bakar erzählten. Isidora atmete Emotionen ein, um Macht zu erlangen? Ja. Und sie hat Professor Fitzgerald ebenso wie ihrem Vater Emotionen entzogen. Ohne Erlaubnis. Abscheulich. Sie sagte sogar, sie hätte einen Weg gefunden, die gewonnenen magischen Spuren zu speichern. In Koboldsilber. Die Behältnisse. Möglich. Da ist etwas, das ich vorhin nicht sagen konnte. Ranrock hat an Orten gegraben, die mit den 5 Namen in den Tagebüchern eines Koboldschlossers namens Brackbord zu tun haben. 5 Namen? Die Hüter. Und wer noch? Isidora Morgannock? Ganz genau. Er war uns immer einen Schritt voraus. Gringotts, der Turm, Schloss Rookwood. Wenn die Hüter Ihnen nicht verraten, wo die nächste Prüfung stattfindet, behalten wir zumindest Ranrock im Auge. Vielleicht führt er uns zu weiteren Informationen. Vielleicht. Ich hoffe, bald von Lodgok zu hören. Seit den Bohrern kam nichts mehr von ihm. Oh, und wie Sie bestimmt schon wissen, hat Ihr Vielsaftplan perfekt funktioniert. Ich wusste es. Vielleicht habe ich Black zu gut abgelenkt. Ich wusste ja nicht, dass er nicht viel Feuerwhisky verträgt. Chill. Heldenhaft mit Heiligtum. Ah, schon geil gewesen. Die Prüfung war echt wirklich... Das Sahnehäubchen. Die war wirklich das Sahnehäubchen hier. Das ist ja... mega gut gewesen. Und ich habe mich extra so heftig vorbereitet, ne? Deines Koboldfreundes nicht so reagieren dürfen. Tut mir leid. Ich hoffe, wir können das Triptychon fertigstellen. Triff dich bitte an der Südküste mit mir. Dann suchen wir den letzten Teil der Leinwand. Das können wir auch machen. Erstmal hier einen geilen Abgang an einlegen hier machen und so. Alter. Aber es ist einfach mal cool gewesen, mal eine ganz andere Perspektive im Spiel zu erleben, ne? Und das war es ja auch. Einfach mal eine ganz andere Grafik, einfach mal, ja, die Prüfung war auch an sich komplett anders, ne? Rebellion. Oh, das können wir aufmachen. Hallo Homura. Einfach mal cool gewesen. Rebellion. Noch eine Handbuchseite. Wichtiges Muggel-Artefakt. Dieses missverstandene Artefakt ist angeblich wichtig für die Muggelkriegsführung, aber die meisten Zauberer finden die Absicht, eine so schwere Waffe zu führen, völlig unverständlich. Rebellion. Es ist ja auch nicht sinnvoll, ne?
Was haben wir denn hier? Ein Demigeis. Oh. Ah, hier. Oh, lol. Den müssen wir natürlich mitnehmen. Warte mal, ich geh mal ganz kurz hier rein. Sechs haben wir, sieben, mit dem haben wir acht. Dann brauchen wir noch einen einzigen. Dann würde ich ganz gerne jetzt mal ganz kurz hier. Jo, einmal bis im Dunkeln warten. Du gehörst mir, Danny. Ganz gewiss. Wir treffen uns vor Feldcroft, sobald du kannst. Noch eine Aufgabe. Rebellion. Ist natürlich wieder Stufe 2. Oh, hier komme ich ran. Hallo, Homura. Oh, das war easy. Wie war denn das? Vingadium Leviosa. Nee. Leviosa. So. Noch eine Handbuchseite? Jawohl. Rebellion. Dem kam er raus. Dann gehen wir in den rein. Da unten müssen wir ganz gerne mal hin. Aha. Ganz was Feines. Rebellion. Hier ist nichts weiter. Nope. Ich glaube, von hier kamen wir raus, ne? Ja. Brauchen noch mehr Demigeis. Einen einzigen brauchen wir noch. Dann haben wir diese Eskapade hinter uns. Rebellion. So, was haben wir denn hier? Aschenurne. Diese besondere Urne soll Gerüchten zufolge einst folgende Inschrift getragen haben. Pionier im Drachenzähmen hätte nicht mit dem ungarischen Hornschwanz anfangen sollen. Oh lol. Gleich am ersten. Rebellion. Am ersten Drachen gescheitert. Das ist natürlich scheiße, ne?
Revelio. Warten. Wo sind wir denn hier? Was wäre denn das für eine Aufgabe? So, dann haben wir hier wieder die drei Story-Aufgaben von unseren Freunden. Finde die Höhle. Achso, Diek. Das ist ja von Diek die Aufgabe, ne? Das ist die letzte Aktion hier, ne, von dem Spiel. Also ich glaube, länger geht das denn auch nicht mehr, ne? Außer wir machen wirklich jede Aufgabe hier bis auf die letzte. Ich denke mal, ich werde mir einen extra Speicherstand anlegen, bevor ich alle Aufgaben bevor ich die Hauptstory bzw. das Spiel abgeschlossen habe, damit ich an einem Punkt wieder einspringen kann. Das vielleicht irgendwann nochmal weiterspielen. Oder vielleicht auch nochmal ein anderes Haus. Aber ich glaube, das sollte sich gar nicht so großartig unterscheiden. Vom Gefühl her kann ich mir auch schlecht vorstellen, dass das jetzt sich so großartig unterscheiden wird hier. Alohomora. Ich glaube, im Endeffekt ist es scheißegal, welches Haus wir spielen. Ich glaube, das ist alles dasselbe irgendwie. Ihr könnt mir natürlich gerne mal in den Kommentaren reinschreiben, welches Haus ihr hattet. Und, ja, ob ihr großartig irgendwelche Unterschiede hattet. Akio. Kann ich mir noch eine Handbuchseite holen? Alter, hier ist alles ein bisschen ägyptisch gemacht. Schloss 2. Oh, hier ist auch noch. Sphinx-Statue. Die Sphinx, ein Tierwesen mit einem menschlichen Kopf. Auf einem Löwenkörper wird seit Jahrhunderten von Hexern und Zauberern eingesetzt, um Wertgegenstände und Geheimverstecke zu bewachen. Da sie intelligent ist, eine Vorliebe für alle möglichen Rätsel hat. Die Sphinx. Rebellion. Oben ist auch noch mal so ein Schmetterling. Könnte man den Spiegel nicht auch irgendwie sehen? Da oben ist der, ne? Revelio. Nee, das sind diese komischen Tore. Können uns hier natürlich nochmal eine Aufgabe abholen. Geh einfach mal drauf ein. Gucken, was passiert. Unterricht. Oh nein, ich bin nicht bereit für Professor Binz. Ich habe mein Kissen vergessen.
Heute behandeln wir ein wahrhaft spannendes Ereignis. Den Koboldaufstand von 1752 mit all seinen Triumphen und Tragödien. Aber vor allem werden wir uns mit den verheerenden Folgen für die Zaubereimühlenindustrie befassen. Während der vielen Koboldschlachten gingen unzählige Zauberumhänge verloren. Ja, tatsächlich wissen wir, wie viele genau. 632. Doch Geschichte geschieht außerhalb des Klassenzimmers. Und schon ist es Zeit für meinen Spaziergang. Man kann die Geschichte, die durch Hogwarts fließt, praktisch aufsaugen. Ich glaube, der Professor will, dass wir ihm folgen. Und jetzt begeben wir uns zur Eingangshalle des Glockenturms. Sie wurde gemeinsam mit dem Rest des Schlosses im späten Mittelalter fertiggestellt. Die Halle sowie die Glockentürme darüber sind mit einer Vielzahl interessanter Artefakte ausgestattet. Schön, Sie wiederzusehen. Haben Sie sich von diesen lästigen Drachenpocken erholt? Das war nicht ich, Professor. Ich bin neu hier. Tatsächlich? Nun denn, willkommen. Zweifelsohne erwarten Sie bereits voller Spannung meine Analyse der diversen Zaubererräte, Kodizes, Statuten und natürlich der Koboldaufstände. Nicht alle Kobolde sind aufrührerisch. Einige wagen sich in die Zaubererpolitik, wie Irgit, der Hässliche. Andere sind talentierte Handwerker, wie Brackbor, der Prahler. Oh, Brackbor. Sagten Sie Brackbor? Den Namen kenne ich. Lodgok meinte, er wäre ein Vorfahre von Ranrock. Wohl bekannt für seine Metallarbeit. Ich könnte mir denken, viel von seinem geschmiedeten Eisen und Silber ist bis heute erhalten. Wo waren wir? Oh, ja. Zurück zu unserem Thema. Grimbald Weft. Eine weitere nennenswerte historische Figur. Er ist ganz in der Nähe. Interessierte Schüler können ihn hier in der Eingangshalle des Glockenturms finden. Grimbald. Rebellion. Ich glaube, das ist das hier, ne? Grimbald Weft. Dies ist der Schädel des berühmten Schneiders Grimbald Weft, der während des Koboldaufstands von 1752 mit seinen geschickten Näharbeiten die Mäntel zahlloser Zauberer und Hexen und Zauberer flickte und so verhinderte, dass sie im Kampf krank wurden. Ah, ich sehe, Sie haben Grimbald Weft gefunden. Ja, die Suche war schön, Ja, es hat Spaß gemacht, ihn zu suchen. Der Nervenkitzel akademischer Unterfangen. Ich kenne das Gefühl nur zu gut. Wenden wir uns nun der einnehmenden Persönlichkeit und allgemeinen Gutmütigkeit von Sir F. Puddle zu. Er ist auch in der Nähe. Sehen Sie, was Sie von ihm für die nächste Aufgabe erfahren. Ein Gefolge treuer Ritter leistet seine ewige symbolische Wache über den Glockenturm. Statuen von Rittern. Nur damit. Sir Staggleforth, der Achtlose, spielte einst gegen einen Bergtroll Reisen nach Jerusalem. Können die Statue von Sir F. Puddle von der heiteren Miene unter den Regen der Ritter erblicken. Dieser unscheinbare Fleck soll der Ort sein, an dem der erste erfolgreiche Einsatz von Bombarda stattfand. Schätze, erfolgreich ist hier relativ, denn wer immer das war, ist nicht mehr am Leben. Übungsplätzen und in Küchen,
Reveal. Wo sein warmes Lächeln und seine heitere Art ihn unter alten Freunden und Neuzugängen beliebt machen. Ein jahrhundertealtes... Ich empfehle jedem Bekanntschaft. Furchtloser Mäusejäger und hingebungsvoller Lerngefährte. Die Leute haben ihre Haustiere schon immer geliebt. Das gibt mir Kraft. Holzkatze. Diese hölzerne Statue bildet Pangur Don. Ab. Den furchtlosen Mäusejäger und hingebungsvollen Lerngefährten. Rebellion. Wickender Ritter. Diese Rüstung gehört Sir Afpaddle. Von der heiteren Miene einem legendär freundlichen Ritter, der dank seiner freundlichen Art und seiner Verhaltensgespürs angeblich jede Schlacht gewann, bevor es überhaupt zum Kampf kam. Einige vermuten, dieser Erfolg könnte an einen besonders mächtigen Fröhlichkeitszauber gelegen haben, mit dem er sich selbst belegte. Schüler beschweren. Professor Binz, ich habe Sir Afpaddles Statue entdeckt. Sehr gut. Leider war Sir Afpaddles Freundlichkeit sein Verhängnis. Er starb bei dem Versuch, sich mit einem Basilisken anzufreunden. Augenkontakt ist nicht immer zu empfehlen. Da nicht, nee. Er war so beliebt, dass selbst einige Kobolde um ihn trauerten. Mhm. Das kam bei den anderen Kobolden natürlich nicht gut an, denn die meisten von ihnen wollten nicht um einen Zauberer trauern. Schade, dass sie nicht miteinander auskommen. Aber stellen Sie sich vor, wie langweilig meine Vorlesungen ohne Koboldaufstände wären. Die Geschichte pflegt sich zu wiederholen. Sie ist eine Reihe von Mustern, was sowohl beruhigend als auch beunruhigend ist. Kluge Schüler wie Sie werden daraus lernen. Ach, das ist so langatmig mit dem, ne? Uiuiuiuiui. Geschichte wird von denen geschrieben, die ihre Hausaufgaben machen, sagt man. Revelius, sage ich das gerne. So, und damit haben wir ein weiteres Level up. Wie gut. Wie gut, dass wir noch ein weiteres Level up haben. Jetzt können wir natürlich hier wieder was reinstecken, ne? Wenn wir wollen. Mal drei Leute mit schweben lassen. Das ist eigentlich auch ganz cool, ne? Raum der Wünsche. Was haben wir hier so Schönes noch gehabt? Die Tentakula macht Schaden. Das mit dem Donnergebräu ist natürlich auch cool, ne? Ah, dafür müssen wir da echt mal öfter einsetzen. Aber wir machen eigentlich meistens nur Hokey-Pokey, ne? Also hier, schießen, abrollen. Also mit dem Rollen weichen wir aus und so. Quasi wie bei einem Dark Souls-ähnlichen Game, ne? Haupttalente. Eine bessere Heilwirkung. Stupor, ja. Ein erfolgreiches Ausweichen und blockbarer Angriff erhöht die alte Magie. Oh, das ist natürlich top. Das machen wir ja stets und ständig, ne?
Ja, mit den Blocken sind wir nicht so, ne? Gegen Gegner in der Luft erhöhen Magiestärke. Alte Magiestärke natürlich. Das ist natürlich auch krass. Ich würde aber ganz gerne für erfolgreiche ausweichen. Ich würde ganz gerne alte Magie ein bisschen erhöhen mit. Das ist jetzt mein, was ich machen würde. Weil wir weichen immer richtig schön aus, ne? Diese Besenreste sind alles, was von der Hexe Celine Wardenby übrig blieb. Es heißt, sie habe einen experimentellen Zauber vorgeführt. Mond apparieren. Sie wurde nie wieder gesehen. Vielleicht hat sie es geschafft. Wir werden es. Wer bei Geschichte der Zauberei durchfällt, ist verdammt, sie zu wiederholen. Die Klasse, meine ich. Mhm. Gut, das war natürlich jetzt hier mit dem. Dann haben wir einfach mal hier so eine kleine Aufgabe noch erfüllt. Konnten wir nicht noch irgendwas abgeben an Aufgaben? War da nicht noch was? Wegfegen, Freund der Tat. Wir brauchen noch einen fucking Mond, ne? Den würde ich ganz gerne eigentlich haben wollen. Wenn man wüsste, wo die ganzen Debbie-Geist-Monde sind, ne? Hier sind 10. Ne, hier ist einer. Den hab ich schon. Astronomie-Altäre. Da sind wir ja jetzt gerade die ganze Zeit unterwegs, ne? Hier sind 3. Wir können gerne hier unten nochmal gucken. Ich würde ganz gerne die anderen Aluromora Verstärkungen haben. Stufe 2 und 3 hätte ich ganz gerne. Wie schön, Sie zu sehen. Jo, hallo. Komischerweise, die sprechen nicht bei mir viel, ne? Also viel höre ich von denen nicht und alle sagen, die sind so nervig, diese Dinger. Rebellion. Aha, hier. Teilweise Verwandlung. Diese teilweise verwandelte Teetasse, vermutlich der bald korrigierte Fehler eines Zweitklässlers, dient als abschreckendes Beispiel für diejenigen, die die Komplexität und die Gefahren der Verwandlung nicht ernst nehmen können. Oh, ernst nehmen, Entschuldigung. Rebellion. Wieder was angedichtet. Hallo, cool. Und uff. So, was haben wir hier noch? Sehr geehrte Frau Professor Weasley, vielen Dank für Ihre Eule. Es freut mich sehr zu hören, dass unter den neuen Siebenklässlern eine Reihe von Schülern ist, die sich für eine Karriere im Ministerium interessieren und auch dafür geeignet sein könnten. Natürlich werden ihre Zacks letzteres bestätigen, aber ebenso wertvoll für unseren Einstellungsprozess ist ihre Meinung. Aufgrund ihrer Erfahrung mit uns verfügen sie über eine einzigartige Perspektive und dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Ich freue mich auf weitere Einzelheiten im weiteren Verlauf des Schuljahres. Mit freundlichen Grüßen, Ferris Sparwin, Zauberminister London. Rebellion. Ja, was war denn hier, ne? Oh,
raus hier. Revelio. Ging das hier nicht noch irgendwo hoch? Ja, ne? Einmal im Kreis gelaufen. Revelio. Ha! Eingefangen. Revelio. Den hatte ich ja schon, ne? Ja, mit den Aufgaben, da habe ich gar keine Ahnung von. Revelio. Kann er mir nicht einfach den Zauber geben? Verstärkung für Alumova ist doch schlecht. Da muss man sich hier so ins Zeug legen, um wirklich den einen Demigeist noch zu finden. Oh, da ist irgendein Grafikfehler. Revelio. Oh, was ist das? Froschchor. Hier sitzen die schleimigen und doch melodischen Frösche, die den Froschchor von Hogwarts bilden. Diese magischen Amphibien singen harmonisch mit 6 Stimmen und treffen den Ton dabei besser als die meisten Menschen. Mhm. Revelio. Den können wir auch noch aufmachen. Jetzt kommen wir gerade an Orten, wo wir noch gar nicht waren, richtig, ne? Ein Turban. Revelio. Ach hier. Wingardium Leviosa. Ist das Ding jetzt bis ganz runtergefallen? Na, das kann doch nicht wahr sein. Ach hier. Wingardium Leviosa.
ist halt eklig. Zum Glück ist das gar nicht nervig, ne? Alter, ist das heftig hier mit diesen verdammten Glocken. Die erste wäre geschafft. Alter, das ist ja ein Friemel. Jetzt muss ich erstmal da runter und die andere Glocke holen noch. Bing, 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 bing. Dann habe ich die eingesetzt, aber kriegt da auch was für? Oh, cool. Ein paar Sachen krieg dafür. Ah, guck mal, ein nicht identifiziertes Dingensbummens. Rebellion. Schön, wieder was Schönes gefunden. Wunderbar. Wir sind eigentlich auf der Suche nach noch einem Demigeist, ne? Aber finden ganz andere Sachen. Aber ich sehe schon, wir sind schon bei einer Stunde 10. Ah, ich schlag wieder über die Stränge hier. Ihr Lieben, es tut mir einfach leid. Aber es ist gerade schön in dem Game. Macht gerade sehr viel Spaß. Guck mal, hier können wir noch ein Schloss öffnen. Das machen wir noch und dann ist aber Feierabend hier, ne? Dann gucken wir in der nächsten Folge, was wir da noch so schön machen können. Rebellion.
Diese Dinge habe ich hier noch nicht verstanden. Da unten ist noch so eine Figur. Ah, hier gibt es einfach zu viel. Da ist der Schmetterling, der hier reingehört. Lumos. Auf zu jaulen. Jetzt haben wir schon 40 von 50 Handbuchseiten. Aber trotzdem fehlt uns noch ein Demigeist. Auf jeden Fall, ihr Lieben, möchte ich mich recht herzlich bedanken, dass ihr mit mir die dritte Prüfung von Meath, obwohl da nie am Stand, Fitzgerald, ja, erlebt, überstanden und überlebt haben. Erlebt, überlebt und überstanden, ja. Dass wir das geschafft haben. Und, ja, ein bisschen Geschichtsunterricht hatten wir hier auch noch. War cool. Hat mir gefallen. Ich hoffe euch auch, denn lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir was Schönes in die Kommentarbox. Und falls nicht, einen Daumen runter und schreibt mir trotzdem was in die Kommentarbox. Ich würde mich freuen, ihr Lieben. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Habt Dank und haut rein. Bis zum nächsten Mal.